Public Eye hat gefragt, wie sieht er aus, eure faire Traumschuhe? Mehrere tausend von euch haben mitgemacht und haben auf shoecreator.ch ihre Lieblingsschuhe designt. Wir haben einen davon ausgewählt und machen uns jetzt auf, den möglichst fair herzustellen. Das wird aber gar nicht einmal so einfach. Comment sont les conditions dans les tanneries aujourd'hui? Les conditions sont très difficiles parce que d'abord il y a la peau qui est très lourde, les protections qui manquent des fois, l'odeur et la sécurité aussi. J'aimerais vraiment en voir une tannerie qui fait d'une autre manière. Alors on y va? Ich brauche hier keine Atemschutzmaske, weil Gerber tue ich alles auf 100% pflanzlicher Basis. Und folgendessen brauche ich Gummistiefel, Handschuhe und fertig. J'ai constaté qu'il a des mains vraiment faites comme ça. Parce que vous voyez, ses mains, ses doigts ne sont pas usés. Parce que c'est la preuve qu'il n'utilise pas de produits. Die Felsen hier aus der ganzen Schweiz. Zum grossen Teil weiss ich, wer sie anliefert und dann weiss ich auch, dass das Tier gelebt hat. Ce que j'ai noté ici, c'est que j'ai vu un artiste. J'aimerais l'appeler Georges Le Picasso. Parce que c'est vraiment une chose complètement différente de ce que nous vivons. Je peux dire que nous sommes chez nous comme des robots. Parce qu'on est plus impressionné par la quantité, mais pas par vraiment les qualités que nous faisons. Hier war ein Geiss aus der Region, den ich hier selber gegärt habe, rein pflanzlich. Und ich wäre für eure Schuhe perfekt. Super, danke vielmals. Dann nehmen wir dich gerade mit. The main production hub for shoes in Europe is in Eastern Europe. The wages are very low, so workers can barely survive on what they get. And working conditions are toxic. There's not enough protective equipment. That's what happens in Eastern Europe, but let's see how shoes are made in Switzerland. Hello, Torben. Hey, das ist Corina, sie ist rumänische Gewerkschafterin. Das ist der Torben. Und ich mache euren Schuh. Das Material für Hull ist zum Großteil vom Müll. Autoreifen, recyceltes Kork, Materialien, die tagtäglich eigentlich weggeschmissen werden. Das ist eigentlich ein Holzleisten, auf dem jeder Schuh aufbaut. Dann kommen dabei weitere Arbeitsschritte, es kommt eine Brandsohle, es kommt der Schaft, dann kommt nochmal die Gummisohle unten drauf. Und die einzelnen Schritte müssen so sauber verarbeitet sein, dass der Schuh am Ende gut rauskommt. So Corinna, how does a typical working day look like in a factory in Romania? You work 8 hours plus overtime, you come to work on Saturday and even after all of this you're not able to cover your basic needs. Und die kommt jetzt dann da drauf und dann? Und dann wird er nochmal zum Schluss zugeschliffen und dann ist er eigentlich fertig. Ah, okay. So Daniela, fertig ist das Prachtstück. Super, danke vielmals. Jetzt schauen wir mal, ob dir gefällt. Ich hoffe, er passt. Tschüss. Wir übergeben jetzt gerade den Schuh der Gewinnerin und ich bin wahnsinnig gespannt, was sie dazu wird sagen. Hallo. Hallo, ich bin Sarah. Hallo, ich bin Daniela von Public Guide und deine Schuhlieferung ist da. Wow, cool. Komm rein. Wow. Ey, mega cool. Wow, ey, ich bin echt begeistert. Merci vielmals. Ja, ein richtig cooler Schuh ist das geworden. Aber ihr habt gesehen, was es alles braucht, um so einen Schuh herzustellen. Und vor allem habt ihr auch gehört, wie Schuhe normalerweise hergestellt werden. Da muss sich definitiv etwas verändern. Setzt euch zusammen mit uns dafür ein, dass unsere Schuhe in Zukunft fairer produziert werden. Danke vielmals für euer Engagement.